Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII Rebirth. Und wir sind immer noch auf dem Weg zur Farm. Bisher weiß ich nicht, ob ich mich noch ablenken lasse. Einmal ist schon passiert, da haben wir Schätze gesammelt. 3 Stück, um genau zu sein. Und jetzt schauen wir mal, was wir sonst noch so auftreiben finden können. Nebelsaat und Holz. Ich will halt einfach noch rumlaufen. So. Was haben wir da? Was macht das Ding? Das ist ein Turm. Gibt es hier jetzt so Aussichtstürme oder wie? Bam! Papa, na nein! Hey, komm nicht weg! Wechsel! Zieh dich zurück! Weg mit dir! Ich zähl auf dich! Los! Eine Lücke! Nimm das! Oh! Ja! Entscheide es! Hoppala. So, was macht jetzt das da oben? Kann man das überhaupt schon machen oder braucht man dafür auch erstmal eine Art Tutorial? Ich glaube, man braucht ja auch erstmal irgendein... Der Vogel, Alter. Der bleibt da einfach stecken. Habt ihr es gesehen? Oh, hallo, was bist du denn? Du... Okay. Sieht auch sehr seltsam aus. Okay, nee, ich glaube, das bringt gar nichts. Also noch können wir hier nichts machen, so wie es aussieht. Schade. Hui. Was waren da unten gerade? Ist das eine Bushaltestelle? Oh, das Ding ist umgefallen. Können wir auch noch nichts machen? Können wir warten? Ah! Oh nee! Oh! Ah! Keiner, kein Wolf, ey! Oh, ein Waffenkunde für Anfänger. Weiß nicht, was ich gemacht habe. Okay, gehen wir mal weiter. Kriegen auf jeden Fall echt viele Sachen. Ich finde das so geil, mein Gott. Was seid ihr denn für fette Viecher? Aus Avatar. Ist das jetzt da drüben die Farm oder das da oben? Bam, 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 bam. Oh. Weg mit dir, Kollege. Es ist noch nicht vorbei. Na egal, gehen wir mal hier hin. Wenn wir jetzt schon da sind, können wir auch mal hinlaufen. Da gibt es einfach Kühe. Olivers Farm. Moin, Macy. Ihr gehört zu Avalanche, oder? Broden hat mir von euch erzählt. Ich bin auf eurer Seite. Shinra scheint auf der Suche nach euch, jeden Stein umzudrehen. Hier seid ihr nicht lange sicher. In den Sümpfen gibt es eine alte Anlegestelle, die Shinra bestimmt längst vergessen hat. Versteckt euch doch dort. Okay, cool. Brodens bekannte Nebenquest abgeschlossen. Hier haben wir einen Store. Schauen wir mal. Hier ist Kissen reduziert, oder? Ja, Prozent. Heilen, Glut, Feuer, Chakra, präzise Abwehr, robuster Armreif, auch reduziert. Auf Lager 1. Den kaufen wir noch einen. Okay, sonst brauchen wir eigentlich erstmal nichts. Vielleicht nochmal heilen, weil da haben wir auch nur einen. Wenn wir kommen, dann holen wir gleich 3. Aber Heilung brauchen wir immer. So, dann machen wir es gleich. Ausrüsten. Laut. Das ist wahrscheinlich. Was ist denn das da unten? Waffenfertigkeit. Oh. Waffenfertigkeit plus 5%. TP Maximum. Erhöht den Schaden von Waffenfertigkeiten. Okay. Analyse. Heilen. Okay, du hast schon Heilen. Okay, du hast kein Heilen. Du kriegst Heilen. Und. Okay. Ed Ifrit. So, Kampfkunstgenie. Verlängert die Wirkungsdauer von Entfesselung um 50%. Erhöht die Attacke während der Fesselung einmal. Okay, das machen wir. Die hat hier nichts. Okay, wir haben auch nichts. Aber hier haben wir doch Buster Armreif. So, schön. Hast du noch einen Platz bekommen? Aber ich habe keine weitere Materie. Schade.
So habe ich eigentlich bei Nibelheim die ganzen Materie eingesammelt. Hey, Aerith, du hast wahrscheinlich eh schon... Du hast kein Heilen drin. Das geht so nicht. Mit der Inventarattacke. Und verlängert die Erscheinungsdauer des magischen Dieners um 25%. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Nehmen wir das mal. So, Barrett. Unstößlicher Feuerstoß. Erhöht den Resistenz gegen Unterbrechung bei Feuerstoß. Wird die Maximum von TP. Ja, Barrett ist tanky. Okay. Achso. Ah ne, der hat sonst nichts. Red. Toxin, präzise Abwehr. Heilen. Mehr haben wir nicht. Regenerative Rache. Heilt beim Aktivieren der Rächerhaltung TP. Erhöht die Angriffskraft von Wirbelkonter bei Blocken. Okay, ich glaube, das passt erstmal. So, boah, was ist das? Achso, da können wir wieder so ein Ding skillen und so. Lieber zu viel Futter als zu wenig. Okay. Fetter das Tier, desto höher der Verkaufspreis. Okay. Das ist sehr uncool. Sehr traurig. Aber ja, so ist es halt, ne? Mehr Fleisch, mehr Geld. Mehr Fleisch, Fett und Gewebe. Diese Berge, ey. Okay, wir schauen uns mal diese Dinger da an. Diese Avatar-Teile. Die sind blau, also sind es Avatar-Teile. Ausnutzen elementare Schwäche. Hallöchen. Hoppala. Ich sollte echt mal anvisieren. Oh. Oh. Oh, Alter. Tiefer, haut rein. Okay. Wo waren wir? Also wieder Items. Die wollen wir natürlich alle haben. Haben. Da sind noch mehr. Vorne liegt ein Fahrzeug. Hat der Typ... Braucht der Hilfe? Löchen, alter Mann. Ah, du schon wieder. Na, sieh mal einer an. So trifft man sich also wieder. Oh, der nette Herr mit dem Wagen. Noch einmal vielen Dank für die Hilfe. Ach, nicht doch. Für zwei so reizende Damen tut man das doch gern. Hoppla, ich hab mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Bill. Na, mehr gibt's nicht zu sagen. Heute lässt mein alter Wagen mich leider im Stich. Sonst würde ich euch wieder mitnehmen. Das macht überhaupt nichts. Wir laufen. Gibt es hier was, wo man ungestört ist? Hm. Ihr sucht ein lauschiges Plätzchen? Ja. Ich hätte fast vergessen, wie es ist, jung und verliebt zu sein. Hä? Tja, also bei der Anlegestelle in den Sümpfen. Da solltet ihr ganz ungestört sein. Gebt hier keinen besseren Ort. Ja, du bist schon so einer. Kommt mich doch mal auf meiner Farm besuchen, wenn ihr Zeit habt. Ja klar, gerne. Ja, Wahnsinn. Dann laufen wir doch mal zur Richtung Sumpf. Das soll hier anscheinend in der Nähe sein. So, was haben wir da? Übrigens, ich glaube, die Stutter kam nicht vom Spiel, also in Part 1, sondern davon, dass die Videolänge so extrem groß war. Anscheinend hat der OBS so ein paar Probleme, weil... Ja, weiß ich nicht. Ist halt so, ne? Aua. Oh. Ey, dass die Viecher obwohl sie so fett sind, nicht so easy drehen können. Oh. Ey, weiter. Helfbar, Dank. Jetzt wieder ein paar Rehe. Alle friendly. War da gerade irgendein Viech? Ich hab grad null aufgepasst, was bei mir von... Ah, jetzt hier schon wieder. Oh, Steinwurf, Alter. Ach, das sind diese kleinen Hörnchen, wo ich Karten von hab. Ah, cool.
Boom. Wie die armen Viecher. Oh! Aerith, aufpassen. Oh, tschüss mit dir. Oh, der ist schon wieder weg. Oh, jetzt ist er vorbei. Was, ey, diese kleinen Teile sind ganz schön heftig. Schon Stufe 17, ey. Man levelt hier anscheinend relativ schnell. So, hier haben wir auch noch ein bisschen was. Also im Original ist man direkt zur Chocobo-Farm gegangen. Weil man nämlich vorher nicht hätte weitergekonnt, wegen der Wüste. Wieso, weshalb, warum, erzähle ich, wenn es denn soweit ist. Oh, eine Kiste, die nehmen wir gerne. Achtklinge, oh, die ich fast kaufen wollte. Keine Spur von Shinra. Ja. Eine Anlegestelle der alten Republik. Haben die Sümpfe früher wohl mit Booten überquert. So. Und Junon liegt also gleich hinter den Minen? Ja, ich bin mir sicher. Die Boote bringen uns aber nichts. Wir könnten es probieren. Lieber nicht. Na dann, Badehosen raus. Aufgepasst. In den Sümpfen lebt der Midgard-Soma. Guckt. Aber auf dem Rücken eines Chocobos sind sie sicher. Also, leihen Sie sich jetzt bei uns einen Chocobo. Für Reservierungen wenden Sie sich an Bill. Cool. Leihen wir uns welche? Haben fast keine Wahl. Genau. Sieht so aus. Ja, dann auf zur Chocobo Ranch. Schön, dass da ein fettes Schild ist. Da sind wieder Items. Schön auf dem Weg zum Mitnehmen. Und geil. Ich werde wahrscheinlich mehr einsammeln, als dass ich irgendwie crafte. Schon wieder dieses Mu. Oh. Nein, es ist wieder weg. Oh, ist der Mumu besiegt oder was? Nee, also. Oh, weg mit dir. Hey, cool. Das war ein schöner Kick auf jeden Fall. Voll rein, vor allem wie sich dieses Mumu noch umgedreht hat. Erlim Ingvar, Salbei Majoran. Wieder so ein Ding umgekippt. Wahrscheinlich müssen wir die alle aufstellen, oder? Damit schalten wir quasi sowas wie die Zonen frei zum Hinreisen. Oh. Also Schnellreise schätze ich jetzt einfach. Oh. Alter, Barrett und so kämpfen ja trotzdem mit von Entfernung. War voll heftig, ey. Wie jetzt hier auf einmal fast alles voll mit Bergen ist. Kommt mir so vor, als wäre ich ganz woanders, obwohl ich nicht wirklich woanders hingerannt bin. Boah, wir sind ja schon doch relativ weit gelaufen. Naja, relativ. Dim, 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 dim. Wieder. Oh. Bio-Ratte. Hm. Er will noch aufs Maul. Gib jedem auf die Fresse, kein Problem. Das ist meine Stärke. Wenigstens habe ich eine. Hm. Schon wieder Orks. Tut mir leid, ich hab's eilig.
Oh, oh, daneben, oder? Oh, oh, okay, klaut was schneller. Ja, die sind da hinten. Ah, die schauen bloß zu. Ich dachte, die machen auch was. Aber cool, dass sie trotzdem hier sind und nicht einfach ausgeblendet werden so lang. Das ist geil. Nummer 2. Ja, die Chocobo vereilt. Der ist aber schnell hier wieder hingekommen mit seinem Fahrzeug. Hab mich schon gefragt, wann ihr kommt. Ich begrüße euch herzlichst auf meiner Farm. Läuft denn der Wagen wieder? Schnurrte wie ein Kätzchen, kaum dass er fort war. Wollte sich von euch wohl nicht abhängen lassen. So, was gibt's? Ach, ich weiß. Ihr braucht bestimmt Chocobos. Allerdings. Wir wollen mit ihnen die Sümpfe überqueren. Da seid ihr bei mir genau richtig. Früher gab es hier ja mal ein ausgebautes Verkehrsnetz, aber wie ihr wisst, sind diese Zeiten leider vorbei. Doch wir haben das nächstbeste, Chocobos. Für die Sümpfe gibt es nichts Zuverlässigeres. So, meine Damen, ratet mal, wie genau die Chocobos quasi über die Sümpfe hinwegschweben. Nun, ja, dank ihrer Federn treiben sie auf dem Wasser und mit ihren kräftigen Beinen paddeln sie schnell wie der Wind. Mit ihnen kann selbst der Midgardsoma nicht mithalten. Darauf könnt ihr euch verlassen, liebe Freunde. Na, was ich damit eigentlich sagen will, zum Überqueren der Sümpfe kommt man an Chocobos nicht vorbei. Das kann ich gar nicht oft genug betonen. Können Sie uns welche leihen? Sicher doch. In dem Stall dort hinten findet ihr meinen Enkel Billy, der kann euch mehr sagen. Der Billy Boy. Na gut, dann laufen wir nochmal zum Enkel Billy Boy. Aber erstmal will ich mich hier umsehen. Ja, da gibt es wieder neue Rabatte. Das finde ich auch cool, dass man sowas immer direkt sehen kann. Kissen. Heilen. Okay, stehlen. Okay, nee, brauche ich nix. Aber wir könnten hier nochmal ganz kurz verbessern. Erhöht den Schaden von Schwertwirbel um 3%. Führt ein Wirbel elementar magischer Angriff aus, der keine MP verbraucht. Okay. Eisige Verkettung. Ich nehme das da unten erstmal. Ups. Und dann haben wir noch 5. Ne, warte mal, wir nehmen das. Okay, dann gehen wir direkt weiter. Tiefer. Eisen ohne MP zu verbrauchen. Mit den Schaden von spezifisch 5%. Zack, rein da. Haben wir da. Sprungangriff. Das nehmen wir auch gleich mit. Gehen wir noch zu Aerith. Das nehmen wir auch mit. Was haben wir da? Ohne Ding. Angriff. Maximum MP um 3. Die anderen zwei will ich erstmal außen vor lassen, weil die ja aktuell nicht in meinem Team sind. Also nicht im Hauptteam. Oh, ich hab's gehört. Irgendjemand hat was kaputt gemacht. Hallo, Chocobo. Voll süß, ey. Ja, hallo. Wegen dem Schild. Wir brauchen ein paar Chocobos. Ah, da habt ihr Gruftis aber Pech gehabt. Gruftis? Wir haben gerade keinen einzigen Chocobo zum Verleih. Hier stehen doch welche rum. Die können entweder nicht geritten werden oder sie sind reserviert. Aber hey, wenn ihr mich bezahlt, dann kann ich vielleicht was drehen. Bin ja kein Unmensch. Und wie viel? 100.000 Geld. Tut uns leid. So viel Geld haben wir leider wirklich nicht bei uns. Oh, in dem Fall hätte ich eine Info für euch. Für schlappe 1.000 Geld. Ich nehme euch doch nur auf den Arm. Für eine hübsche Dame in Nöten ist's umsonst. Also, vor einer Weile ist einer unserer Chocobos getürmt. Inzwischen ist er sicher schon ganz wild. Wenn ihr den wieder einfangen könnt,
Dann überlasse ich ihn euch. Wirklich? Sein Name ist Pico. Er ist ein ziemlicher Dickkopf. Ich hätte eigentlich wissen sollen, dass er abhauen würde. Hä? Irgendwie erinnerst du mich an ihn. Sucht am besten nach seinen Fußspuren. Wenn ihr die findet, kann Pico nicht weit sein. Wilde Chocobos können ziemlich scheu sein. Wenn ihr euch unbemerkt heranschleicht, solltet ihr ihn aber problemlos einfangen können. Okay, vielen Dank. Und eine letzte Sache noch. Die Infos waren umsonst. Aber dafür müsst ihr was bei uns im Laden kaufen. Er wird von meiner Schwester geführt. Sie zeigt euch alles. Gar nicht schlecht, Kleiner. Wenn ihr unseren kleinen Ausreißer habt, kommt ruhig nochmal hier vorbei. Dann gebe ich euch Tipps zum Reiten und zur Pflege. Das ist mit der Schwester, ist halt im Original auch gewesen. Ist schon witzig. Wir klauen die erstmal. Wegen des Planeten. Dass man hier mal aus Versehen alles umschmeißen kann. Ist scheiße. Hallo. Ich entschuldige mich für meinen Bruder. Er hat nichts als Geld im Kopf. Er macht nur seinen Job. Wir verstehen das. Ja, das stimmt. Aber es ist schlimmer geworden, seit Mama und Papa nicht mehr da sind. Oh. Sagt mal, kommt ihr aus Midgar? Genau, aus den Slums dort. Dann kennt ihr Chocobo Sam? Kennen würde ich nicht sagen. Wir hatten mal mit ihm zu tun. Wisst ihr, wo er jetzt ist? Vermutlich in den Slums von Sektor 6. Auf dem Walmart. Versuchst du, ihn zu finden? Vielleicht. Ich weiß nicht genau. Er ist schuld daran, dass Mama und Papa nicht mehr da sind. Chloe, das geht unsere Kunden nichts an. Ich dachte doch nur... Behaltet die Sache bitte für euch. Sam ist eine wichtige Größe in der Chocobo-Branche. Wenn wir Gerüchte über ihn verbreiten, macht er uns kalt. Keine Sorge. Unsere Lippen sind versiegelt. Ihr wollt Pico einfangen, oder? Versucht ihm das hier zu geben. Pico liebt dieses Gemüse über alles. Vielleicht erinnert es ihn an uns und er kommt zurück. Gut, dann mache ich mich mal wieder an die Arbeit. Mein Bruder hat zwar gesagt, dass ihr unbedingt etwas kaufen müsst, aber tut das wirklich nur, wenn euch etwas gefällt. Oh, das hätte ich fast vergessen. Ich tausche auch Goldfedern gegen Chocobo-Ausrüstung um. Wenn ihr welche habt, bringt sie also gerne her. Vorher verkauft in ihrem Laden auf der Chocobo-Farm Accessoires für die gelben Reitvögel. Die Accessoires kannst du mit Goldfedern erwerben. Diese Federn erhältst du zum Beispiel, wenn du Chocobo-Haltestellen wieder intakt setzt. Rauschen kaufen. Magisches Pulver. Mysteriöse Fragmente gereinigter Erde. Ja, komm. Wir kaufen mal zwei davon und eins davon. Wir sind nett. Dann viel Glück mit Pico. Ja. Dann schauen wir doch mal, wo wir den Chocobo finden können. Na gut, dann suchen wir mal diesen Piepmann. Sein Name ist Pico. Haltet Ausschau nach seinen Fußspuren. Guten Fußspuren. Ich sehe halt keine Chocobo-Spuren. Nein! Oh no, das ist aber auch nicht so schön hier. Wo ein kleiner Fehler beim Mapping passiert. Das wird wahrscheinlich gepatcht. Insofern die es natürlich schnell bekommen, aber ich denke schon. So viele Leute wieder spielen, da gibt es bestimmt einige, die das fehlen. Oh. Klasse! Jetzt müssen wir ihn nur noch schnappen. Leise jetzt. Ein Jäger muss sich seiner Beute so unauffällig wie möglich nähern. Jäger? Ich dachte, wir freunden uns mit ihm an. Stimmt. Ja, dich Pico, ohne dass er oder die anderen Chocobo dich bemerken. Falls sie argwöhnisch werden, kannst du dich per Geist mit einem Ausweichroll schnell aus dem Staub machen. Außerdem hast du die Möglichkeit, herumliegende Steine aufzuheben und mit L1 Viereck zu werfen, um die Chocobos abzulenken. Gott, ey. Wie mache ich das jetzt am besten?
Oi. Das wirkt irgendwie sau schwer. Nein! Alter! Wiederholen. Fuck. Hä, Dreieck wiederholen? Ich hab doch Dreieck gedrückt. Da oben links. Okay. Gedrückt halten muss ich's. Okay, dann nochmal. Ja, aber da muss ich ja. Da hab ich halt einfach gesehen, der eine Chocobo. Aber welche Steine soll ich denn da nehmen? Das sind keine Steine. Das sind keine, die ich anscheinend aufheben kann. Huch. Nein, er hat sich umgedreht. Er hat sich wieder weggedreht. Okay. Ich habe das Gefühl, ja, ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, er dreht sich. Huch, der ist eingepennt. Ich habe aber nichts gemacht. Stein. Boah, so ein großer Stein habe ich ja nicht eingesammelt. Fuck, hab ich dich. Uiuiui. Gut so. 2 Goldfedern erhalten. Sehr schön. Achso, jetzt läuft er nicht mehr weg, oder was? Tatsächlich zurück zu wollen. Ihm nach! Okay, warte mal. Oh mein Gott. Ja, okay. Wir sehen uns. So schnell bin ich dann leider auch nicht. Er ist halt einfach weggeflitzt. Als hätte er, weiß ich nicht, einen Stachel im Hintern. Ja, da vorne. Ist das eine Haltestelle? Die steht nämlich anscheinend. Ah ne, das ist das Schild für Chocobo Farm. Für die Chocobo Ranch. So. Ah, wir haben ihn zurückgebracht. Was geht? Da ist er ja. Hattest wohl Heimweh, was? Geht's dir jetzt besser? Nicht ein Kratzer. Sieht gut aus. Besser als zuvor, muss ich sagen. Können wir los? Pico ist ziemlich hungrig und hat deswegen schlechte Laune. Wenn er erstmal gefressen hat, beruhigt er sich aber schnell wieder. Dann sollte es gehen. Guter Junge. Ich bereite alles für euch vor. Wartet doch so lange draußen. Auswarten. Huch. Das klang wie... Oh, ich wollte es gerade sagen. Ja? Ich bin es. Chadley. Du hast mich doch nicht vergessen, oder? Nee. Natürlich nicht. Ausgezeichnet. Noch einmal vielen Dank für all die Kampfberichte. Das hat mir sehr geholfen. Dank dir
konnte ich unterschiedlichste Materie synthetisieren. Ich registriere ein Gefühl der Verwirrung. Du fragst dich, was ich hier will. Ich bin ein von Professor Hojo erschaffener Cyborg. Eure Emotionen zu lesen ist ein Kinderspiel für mich. Nun, ich habe mir ein Beispiel an euch genommen und Midgar verlassen. Denn ich habe beschlossen, die Welt zu sehen. Cloud, in dieser Sache habe ich auch gleich eine kleine Bitte an dich. Du willst mehr Kampfdaten, oder? Scharfsinnig wie immer. Ich bin beeindruckt. Doch zuerst müssen wir die Funktürme aktivieren. Sie wurden einstmals von der Republik Junon errichtet, doch dann von Shinra beschlagnahmt. Genutzt hat Shinra die Türme allerdings nie. Daher will ich sie mir nun schnappen. Je mehr dieser Türme wieder in Betrieb sind, desto leistungsfähiger werde ich. Und desto mehr Gebiete kann ich erfassen. Ich könnte ein Kommunikationsnetzwerk außerhalb von Shinras Reichweite errichten. Hilfst du mir? Es hätte auch für dich sicher große Vorteile. Ich sehe, was ich tun kann. Ich wusste doch, dass ich mich auf dich verlassen kann. Lass uns gleich anfangen. Sieh mal, dort drüben ist schon der erste Funkturm. Hiermit kannst du ihn einschalten. Komm schon, ich zeige dir, wie es funktioniert. Ja, dann gehen wir voran, Boy. Folgt dir mal ganz still und heimlich. Oh, da flitzt er aber schnell. Und noch schneller. Spann dich. Hier ist das. Ja, dann machen wir doch's mal. Bestätigt. Gut, beginne mit der Analyse der Graslande. Ich suche das Gebiet nach Rohstoffen und einheimischen Kreaturen ab. Oha. Auf Grundlage der Daten habe ich neue Aufträge für dich entwickelt, Cloud. Ich nenne sie Weltberichte. Chatley speist Informationen aus der ganzen Welt in seine Datenbank an und entwickelt auf Grundlage ihrer Auswertung unter anderem neue Materie oder Programme für den Kampfsimulator. Hilf ihm dabei, indem du seine Mission erfüllst und den Analysefortschritt in den einzelnen Regionen vorantreibst. Neue Forschungsaufträge erhältst du, wenn du einen Funkturm aktivierst. Sobald du einen entdeckst, kletterst du am besten direkt hinauf. Ich möchte dich bitten, auf deiner Reise eine Reihe von Aufgaben zu erfüllen, Cloud. Auf Grundlage der so gewonnenen Daten wird es mir möglich sein, neue Materie zu entwickeln. Du wärst also so etwas wie mein Forschungspartner. Hast du noch irgendwelche Fragen, die du mir stellen möchtest? Nee. Gut, dann lass uns keine weitere Zeit verlieren. Durch die Aktivierung des Turms habe ich bereits einige Informationen über die Graslande erhalten. Diese Daten kann ich nun zur Entwicklung einer Materia verwenden. Und du darfst wählen, welche. Blut und Frost. Eisanbinder, Eisra, Eisgar, Automagie, Morphen, außer Spezialfertigkeit. Ja, nee, ich mach Glut und Frost. Also dann, ich wünsche dir viel Spaß auf deiner Reise. Ich werde dich natürlich nach Kräften unterstützen. Sag Bescheid, wenn du meine Hilfe brauchst. Aber dass ein Cyborg ist, finde ich krass. Der Kampfsimulator. Mit dem Kampfsimulator kannst du dich zahlreich mit deinen Kämpfen stellen. Speziell Esper-Kämpfer, die bei deinem Sieg eine Beschwerung machen, für die entsprechende Esper bescheren werden, automatisch in Zukunft eine neue Region betrittst. Sprich mit Chatley, wenn du ihn triffst. Okay. Ja, crazy. Ja, aber dann würde ich sagen, war's das erstmal mit der Folge und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Guantanamo. Tschüssi.